herzlich willkommen zur Coca-Cola Soundwave Discovery Tour in Rostock. Die Tür dreht sich jetzt für euch für Revolving Door, Band Nummer 1. Wir sind die Band Revolving Door aus Neuhaus in Thüringen und machen Rock. Bei unserem ersten Lied in St. Jealousy geht es um eine erlebte Geschichte, und zwar, dass irgendein Weib meinen Freund klauen will. Es ist so lieb gesungen, aber nicht so gemeint. Als Support gespielt für Killerpilze, für Revolverheld und Nebio. Die Bassistin war da eins. Habt ihr die Bassistin geahnt vorhin bei der ersten Band? Ja, echt gut. Wir haben uns dafür entschieden, englische Lieder zu schreiben, dass wir uns einfach halt unsere Gefühle in Englisch auszudrücken. Es klingt einfach meiner Meinung nach besser und lässt sich schöner singen. Da ging einiges, oder? Die Saps und ich, wir haben die Band 2004 im Herbst gegründet. Also wir wollen unbedingt mal unter Wasser spielen. In unseren Texten geht es hauptsächlich um Gefühle und Alltagssituationen. Es ist eben so, dass wir hoffen, durch die Texte eventuell auch Leute zu erreichen, wenn die sagen, ach ja, kenne ich, ging mir auch schon mal so, oder dass sie sich da hineinversetzen können. Also. Wir spielen eigentlich alle Songs von uns gerne live. Ja, live zu spielen ist für uns sehr schön. Es ist ein befreiendes Gefühl, man kann Leute erreichen und sehen, wie die Leute zu der eigenen Musik abgehen, und das richtig cool. Unser Bandname heißt übersetzt Drehtür. Und zuerst hießen wir Turnkit. Das ist der französische Name für Drehtür. Aber das mussten wir ändern, da es schon eine Band gibt, die so heißt. Zu den musikalischen Einflüssen ist schlecht was zu sagen, weil jeder in der Band hat eigentlich andere Vorbilder, will ich mal so sagen, aber die Musik lehnt sich so an den Einflüssen von den 80ern, 90ern des Rocks an. Don't try to hide them better down.